Die, die uns von außen sehen, erstmal hallo, schönen guten Abend. Und ihr könnt mitdiskutieren. Hashtag Dicksal für digitalen Salon. Da könnt ihr ja Anregungen reingeben, Nachfragen stellen, Dinge anmelden, die ihr erklärt haben möchtet. Ich bin Katja Weber. Ich arbeite für D-Radio Wissen für die Sendung Der Hörsaal, die wunderbarerweise jeden Samstag und Sonntagabend auf D-Radio Wissen zu hören ist, dort dann auch archiviert bleibt. Und in der Tat, wir sprechen heute, ja, da geht es eigentlich schon los mit der Diskussion, worüber denn? Du hast gesagt Post-Internet-Art, überschrieben ist die Runde mit User-Generated Art. Ich würde sagen, beides zumindest definitionsbedürftig, wahrscheinlich auch diskussionsbedürftig. Das werden wir sehen. Salopper könnten wir sagen, was macht die Kunst in den Zeiten der digitalen Durchdringung? Der Termin, du hast es gesagt, ist mit Bedacht gewählt. Die Transmediale eröffnet heute Abend, also parallel jetzt hier zu unserer Veranstaltung geht's los. Könnte mir vorstellen, dass die eine oder der andere da nachher noch hingehen möchte. Und dann könntet ihr überprüfen, was von dem Gehörten dort zutrifft oder vice versa. Wir haben drei Sachverständige geladen, die, wie ich hoffe, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven auf unser Thema gucken, die an und mit der Kunst arbeiten. Und ich möchte euch vorstellen, Susanne von Falkenhausen zu meiner Rechten ist Professorin, quasi gegenüber für neuere Kunstgeschichte an der Humboldt-Universität, befasst sich in ihrem Berufsleben mit einer großen Palette von Themen, feministische Theorie und Kunstgeschichte. Was haben die sich zu sagen mit Architektur, Rhetorik, Repräsentation in der Kunst? Aber für mich noch mal interessant, das rauszuheben, sie sind auch außerhalb des akademischen Kontextes mit Kunst umgegangen, als Volontärin an den staatlichen Museen preußischer Kulturbesitz. Finde ich interessant. Ich glaube nicht, dass es der klassische berufliche Werdegang ist in ihrer Profession. Sie haben die Neue Gesellschaft für Bildende Kunst hier in Berlin geleitet und Sie fragen sich in einem Text, und die Antwort kriegen wir vielleicht heute Abend, ob Ihre Einschätzung der Post-Internet-Art sich der Tatsache verdankt, dass Sie, Zitat, prädigital sozialisiert sind mit mühsam angelernter E-Mail- und Internetpraxis. Sebastian Schmieg neben mir habe ich in einem Beitrag auf Arte was Schönes sagen hören, nämlich ich habe einen Programmierhintergrund. Das finde ich total schön, weil wir reden ja so viel über die Hintergründe, die Leute im Moment haben. Also du bist der mit dem Programmierhintergrund, aber nicht nur Programmierer, sondern auch Medienkünstler und Dozent und arbeitest mit selbstgeschriebenen Programmen logischerweise, kombinierst dabei im Netz Gefundenes zu künstlerischen Arbeiten, also Dinge, die jeder von uns erstmal so finden könnte, werden anders angeordnet. Googles Bildersuche war Thema einer Arbeit. Der Schrott, der übrig bleibt, wenn Festplatten ausrangiert werden. Kaufempfehlungen auf Amazon, ja auch immer toll. Also Dinge, mit denen wir täglich umgehen, nutzt du, um ja, neue Datenspuren zu schaffen vielleicht, zu verstehen, was dahinter steckt, was die Algorithmen sind und was uns im Alltag beeindruckt. Kolja Reichert ist Autor, Kritiker und Journalist und ja, die Texte könnt ihr im Tagesspiegel nachlesen und ich finde sie, das ist jetzt ein bisschen doof, natürlich sage ich nicht zur Begrüßung, ich finde sie doof, weil ich finde sie in der Tat gut, weil ich sie verstanden habe als jemand, der eben nur so interessiert Zeitungen liest, aber nicht Kunstgeschichte studiert hat, aber trotzdem irgendwie nicht nur reproduzieren was zu sehen ist, sondern die Sachen noch mal anders angehen oder schiefe Gedanken reinschieben, wie ich fand. Die Texte sind im Tagesspiegel zu lesen, Welt am Sonntag in Kunstmagazinen auch. Dabei geht es um den Kunstbetrieb, logisch, wenn man über Kunst schreibt. Geld und Kunst, wie vertragen sich die Systeme, haben die sich überhaupt was zu sagen? Die Ökonomie der Aufmerksamkeit und es geht auch um unser Thema, die Post-Internet-Art. Und damit wir vielleicht mal, zumindest wir vier und dann auch mit euch zusammen auf demselben Boden stehen, fände ich eine Definition sehr hilfreich. Was ist Post-Internet-Art? Alles, was in dem vergangenen Vierteljahrhundert geschaffen wurde? Wir sind, glaube ich, ziemlich frei. Das könnten wir auch sagen. Es ist ein Begriff, das habe ich auch in dem erwähnten Zeitartikel so geschrieben. Der Begriff sorgt für Verwirrung, weil er eigentlich nicht funktioniert wie Genrebegriffe, wie wir sie kennen in der Kunsttheorie, wo es Streite geben könnte zwischen Akademikern und Kritikern oder Künstlern. Was fällt da rein? Was macht die Minimal Art? Was bestimmt sie? Das geht mit der Post-Internet-Art nicht so gut. Dieser Begriff ist wie so ein Hashtag, der auch niemand kann erklären, warum der jetzt plötzlich so in der Welt ist. Eigentlich wurde er eingeführt von der Künstlerin 2008, Maria Olsson.
Für Ihre eigene Praxis, denn Sie hat, wie viele andere sogenannte Post-Internet-Künstler auch, sich entschieden, damals eine Arbeit, die sie eigentlich im Netz nur hat zirkulieren lassen, also für Websites gemacht hat, zu übersetzen in Objekte und damit wieder zurück in den Ausstellungsraum. Und deswegen Post-Internet, weil es eben quasi durchs Internet informierte Praxis ist, die aber wiederum außerhalb des Internets angewandt ist. Und das ist eigentlich auch die einfachste Definition, denke ich. Also es gab die NetArt, die sich im Internet abspielt, und jetzt gibt es diese Kunst im Ausstellungsraum, die eine ähnliche Ästhetik hat. Gibt es sowas wie ein Manifest, eine Proklamation? Nee, also es gibt, das, was dem noch am nächsten kommt, ist ein Buch, was Katja Nowitzkowa, eine Künstlerin, herausgegeben hat, was einfach so ganz viele Fundstücke aus dem Netz zusammenstellt. Wenn das ein Manifest darstellen würde, dann aber eigentlich keins, was irgendwie Worte und Definitionen braucht, sondern eher eins, was, so wie wir alles Internet benutzen, wenn wir dabei auch mit Bildern umgehen, was eigentlich so auf geteilte kollektive Intuitionen abzielt. Also geteilte kollektive Intuitionen, okay. Ich versuche das mal auf den Praktiker dann sozusagen zu übertragen. Arbeitest du mit geteilten kollektiven Intuitionen oder nochmal anders, machst du Post-Internet-Art? Nee, das denke ich, mache ich nicht. Also, was machst du? Wir versuchen es erstmal durch die Negation und jetzt. Genau, diese Frage habe ich natürlich irgendwie vorausgesehen, überlegt, was mache ich eigentlich? Und ich würde vielleicht sagen, wenn Kolja sagt, es gab die Net-Art und dann kommt irgendwann Post-Internet-Art, ich weiß gar nicht, ob man so diese Kontinuität wirklich sehen kann, aber ich denke eher, dass ich vielleicht Internetkünstler bin. Also diesen Post-Internet-Art definiert sich ja in gewisser Weise dadurch zu sagen, okay, Internet ist da, ist ja klar, für alle. Was sollen wir da noch groß drüber sprechen? Wir machen einfach damit weiter irgendwie. Und das ist bei mir, glaube ich, ein bisschen anders, sondern für mich ist das Internet immer noch ein Medium, das man ganz klar bearbeiten muss und untersuchen muss und nicht einfach da ist. Als Grundlage der Praxis. Das heißt, für dich wäre es nicht denkbar, mit irgendwelchen anderen Gegenständlichkeiten zu arbeiten, sondern das Netz ist dein Medium. Nein, das würde ich so nicht sagen. Also das Netz ist ja mittlerweile in fast allen Gegenständen drin. Das ist ja vielleicht so die Zukunft, das Internet der Dinge. Also das würde ich jetzt nicht so an dem Ergebnis festmachen, also an dem Objekt oder ob es eine Webseite ist. Das denke ich nicht. Aber vielleicht gibst du uns mal ein Beispiel, woran du arbeitest, wie du arbeitest. Ja, genau, wie eingangs gesagt, also zum einen sind so Algorithmen für mich wichtige Dinge, die als kulturelle Artefakte zu untersuchen. Wie kann ich das sichtbar machen, verstehen, was macht das mit uns? Wem nutzt das oder wem schadet das? Hast du ein Beispiel, also einen Algorithmus, den du geknackt hast? Geknackt habe ich keine Algorithmen. Das ist auch, ich habe nicht diese, vielleicht diesen Hacker-Ethos zu sagen, ja, ich knacke das jetzt, sondern irgendwie vielleicht Wege zu finden, wie man das sichtbar machen kann. Das eine war diese Google-Bildersuche, konkret Search by Image. Das ist eine umgekehrte Bildersuche. Ich lade ein Bild hoch und bekomme Bilder zurück, die ähnlich aussehen. Und als das neu war, habe ich festgestellt, dass das ein Zugang zu Google ist, der völlig schlecht reguliert ist. Also wenn ich auf Google was suche, ist das immer total langweilig, weil vorhersehbar. Und da habe ich einen Dackel hochgeladen und bekomme Fotos von nackten Männern zurück als ähnliche Bilder. Und habe dann gemerkt, okay, da ist irgendwie so ein Zugang zu einem Archiv, der ist ganz anders. Hab dann angefangen, das automatisiert immer in einem Loop zu machen. Also ich lade ein Bild hoch, schaue, was sieht man am ähnlichsten und mache das wieder und immer wieder so in einem Kreislauf rekursiv und habe das zu Videos umgearbeitet. Also das ist ein Beispiel, aber es kann jetzt auch, also aktuell habe ich zwei Buchprojekte gemacht, so mit dem, was passiert, wenn Bücher ins Internet wandern. Beispielsweise. Okay. Ich glaube, du schließt dich Koljas Definition eher an. Zumindest ist das die ich aus dem Artikel rausgelesen habe. Und man kann dem Artikel auch deutlich entnehmen, dass du nicht jetzt der größte und erklärteste Fan der Post-Internet-Art und ich würde sagen, wir einigen uns jetzt einfach mal auf den Terminus bist. Der Titel sagt eigentlich schon alles in vier Worten. Too much, too fast. Also knapper kann man es kaum kritisieren. Ich reiz noch mal kurz ein bisschen aus. Zu viel Faszination, kritiklose Faszination für neue Technik steckt drin. Zu wenig künstlerische Durchdringung. Die Nach-Internet-Kunst ist like-süchtig. Also die denkt schon immer mit, findet man mich denn gut? Und sind es auch viele. Sprich, sie ist nicht autonom, was ja vielleicht mal ein Adjektiv sein sollte, dass man Kunst, und jetzt wird es ein bisschen bildungsbürgerlich, guter Kunst zuordnen würde. Hast du ein Beispiel für uns, dass diese Kritik sinnfällig macht?
Oh, da würde ich jetzt nicht so gerne was zur Schau stellen, glaube ich. Weil, dann machen wir noch einen halben Schritt in die Abstraktion. Finde ich schwierig. Wir machen einen kleinen Schritt in die Abstraktion. Okay. Das fände ich eigentlich besser. Also ich glaube wirklich, dass du, soweit ich das selbst recherchieren konnte und obwohl ich es nicht verstanden habe, du gehörst eher zu den Netzkünstlern als zu den Post-Internet-Leuten. Und ist das damit gut für ihn? Aus meiner Sicht ist das gut, weil, weil er mit einer Art analytischen, sagen wir mal, mit sowas wie so einem operativen Ansatz an dieses Internet rangeht und sich nicht einfach in den Bildwelten sozusagen bedient und Copy and Paste zusammenhäuft. Und vor allen Dingen auch nicht das macht, was ich bei meiner sehr flüchtigen Berührung mit dieser Kunst herausgefunden habe und auch mit den Debatten dazu, die in den USA schon ein bisschen weiter vorangetrieben sind. Das ist dieser Wechsel vom Internet in den Kunstraum. Weil es ist ja nicht so, dass die Leute, die ihre sozusagen ihre Ready-Mades aus dem Ready-Made-Internet fischen, weil das wäre vielleicht eine mögliche Definition von Post-Internet-Art, man bedient sich an den bereits vorhandenen Inhalten. Und montiert dann irgendwas. Oder vielleicht montiert man noch nicht mal was. Und man macht es sehr schnell und mit einer hohen Schlagfrequenz sozusagen. Ein amerikanischer Künstler und Theoretiker nannte dann die Künstler, die das praktizieren, Athletes. Athletes, sozusagen Athleten des Kunstbetreibens. Beschleunigungskünstler oder sowas. Athleten des Kunstbetreibens, ist, die Aufmerksamkeitsökonomie erfordert das. Aber die Verwertungssysteme sind ja noch nicht richtig etabliert in, in dieser Schlaufe, in dieser Zirkulationsschlaufe. Das etabliert sich erst allmählich. Also wird die Rückkopplung zum Galerieraum gesucht. Und dann kommen Arbeiten raus, die sozusagen übertragen werden von ihrem Bild, von ihrem Screen-Charakter in die Dreidimensionalität. Das berühmte Beispiel von dem. Schadet das? Es wird ziemlich fade, das Ganze. Es wird einfach ziemlich fade, weil dann kommen Objekte in die Galerie, die eigentlich für ein anderes Medium gedacht waren. Wenn die in dem Medium blieben, dann würdest du sagen, ist okay, dann können die funktionieren oder nicht innerhalb ihrer Gesetzmäßigkeit. Das kann ich nicht beurteilen. Mir geht es darum zu gucken, was passiert mit diesen Produkten im Kunstsystem. Und die Verwertung muss ja irgendwie auch stattfinden, weil die Leute wollen ja leben. Und wenn sie nicht Nebenjobs haben, dann müssen sie ihre Kunst verkaufen. Auf die Bezahlbarkeit von Kunst und auf diese Systeme Kunst, Geld würde ich gerne später noch kommen. Aber kurz zwischengeschoben, kannst du von deiner Kunst leben? Ist es das, was dich ernährt? Nee, das ist es nicht. Aber das, tatsächlich lege ich es auch nicht darauf an. Da müsste ich das wahrscheinlich wirklich mehr, Post-Internet oder sonst wie anlegen, aber nicht so, wie ich das tue. Also diese Bücher beispielsweise verkaufe ich bewusst zum quasi Einkaufspreis. Das ist eher so ein Statement, weil das sind, muss ich schon sagen, das basiert auf Daten, die ich zusammensuche. Das ist nicht meins, sondern es ist ein Statement zu sagen, ich möchte jetzt nicht die Dinge anderer, die ich zusammenführe, jetzt plötzlich unter meiner Marke irgendwie teuer verkaufen. Das ist für mich, ergibt da nicht so den Sinn. Okay, wir hatten uns jetzt verständigt auf Post-Internet-Art, aber ich möchte trotzdem noch mal zumindest auf den Titel des Abends zurückkommen, User-Generated Art. Das liegt ja nahe, der Künstler als Urheber und Produzent, als Schöpfer, verschwindet irgendwie in so einer Schwarmintelligenz. Wir alle sind die Kunstschaffenden, Kunstrezipierenden, Prosumer. Ist das was, Koya, was du auch siehst, zumindest als einen Strang in diesen unendlichen Weiten? Oder ist das ein Theorem, das so gar nicht, was es so gar nicht anzutreffen gibt in echt? Also ich fände es total spannend, das Gespräch noch mal in 3 Jahren zu führen oder wer weiß, vielleicht in 3 Monaten, wenn man mehr historischen Abstand gewonnen hat. Wow, super. In 3 Monaten historischen Abstand. So ist das irgendwie gerade. Was war vor 3 Monaten? Ich meine. Oh, das war ja noch ein altes Jahr. Aber das stimmt eben, was Susanne gesagt hat, dass dieser Takt wahnsinnig schnell geht. Also man kann sich mit diesen geteilten kollektiven Intuitionen auch immer sehr schnell darauf verständigen, dass etwas sehr nach 2012 aussieht, sehr nach 2011 aussieht. Das muss natürlich aus der Sicht auch der Kunsttheorie beunruhigen, weil da irgendwie offenbar gewisse Spielregeln, auch Rahmen für Praktiken irgendwie herausgefordert sind. Also
Ich finde den Titel User-Generated Art für diese Diskussion sehr gut, weil er eigentlich sehr voraussetzungslos ist. Also das ist sozusagen ein Grund, wo man über alles Mögliche sprechen kann, ohne jetzt irgendeine übergeordnete, also ein Ideal der Kunst oder sowas jetzt mit im Gepäck zu haben. User-Generated Art, kann man auch sagen, passiert eh die ganze Zeit, wenn wir, also ich muss an sowas denken, wie als Angelina Jolie dieses unglückliche Versace-Kleid trug, wo sie diesen seitlichen Ausschnitt bis zur Hüfte hatte und was wirklich gut aussah und dann ihr auch sehr gut aussehendes Bein bei der Oscarverleihung so ausstellte, dass dieses Bein auf einmal wirkte wie ein eigener Akteur. Mhm. Und noch in derselben Nacht ging um den ganzen Globus unzählige Beine. Dieser Informationsstrom hat sich kurz vor mir geteilt und ist unbeachtet an mir vorbei. Aber ich hoffe, dieses 2012 oder 2013 Phänomen heute noch gerne, weil es eigentlich zeigt, wie sich das Verhältnis zu Bildern verändert und wie Bilder auch auf eine andere Art Öffentlichkeit stiften als früher. Also diese Beine, die bewegten sich dann auch im Steigerungsfall dann fächerartig um Angelina Jolie herum, die sozusagen wie ein V aus Beinen war. Doch, das habe ich gesehen. Also Jolie als ein Produzent von Bildern, die Celebrity auch, als etwas, was nicht nur ein Mensch ist, sondern eben auch eine kollektive Produktion. Wir können auch noch darüber sprechen, inwieweit Kunstwerke inzwischen auch Celebrities geworden sind. Die lebt ja irgendwie wie von Investitionen, von Blicken, von Aufmerksamkeit, von Identifikationen, von unzähligen Nutzern, die Angelina Jolie auch vor dem Internet schon benutzt haben. Mhm. Und in so einem Moment kippt plötzlich das Kontrollverhältnis und diese Masse an Produzenten, die Angelina Jolie als Celebrity produziert hat, holt sich quasi die Kontrolle zurück und erklärt nun das Bein von Angelina Jolie zur Celebrity. Mhm. Man könnte vielleicht, wenn man entspannt herangeht, sagen, ja, das ist eigentlich eine Art von kollektiver Kunstproduktion. Aber man kommt damit natürlich in sehr unsicheres Fahrwasser. Das heißt, den Künstler, wie wir ihn kennen, der so aus sich schöpft, mit sich alleine, der war vielleicht schon immer Fantasterei und trifft jetzt noch weniger zu? Also der ist natürlich eine strukturelle Figur, die auch noch nicht so alt ist, auch eine Figur der Moderne, die immer auch mit bestimmten Geschäftsmodellen zusammenhängt und mit ökonomischen Strukturen. Und es kann sein, dass sie gerade herausgefordert ist, aber sie ist auf jeden Fall nicht per se. Man kann sogar teilweise vielleicht Post-Internet-Künstlern nachsagen, dass sie diese Figur auch wiederum einführen. Also der Kollege Jörg Heiser, der das Freeze-Magazin herausgibt, hat neulich in einem halbstündigen Beitrag auf Deutschlandfunk das Post-Internet-Künstlern auch vorgeworfen, dass sie sich sozusagen wieder als Genie setzen. Also es ist quasi ihre, das sind jetzt wieder meine Worte, also ihr geschmacklicher Orientierungssinn, das ist ihr Vorsprung, in wirtschaftlichen Kategorien kann man da gerade zu sprechen, an ästhetischer Navigationsfähigkeit, ja, die sie legitimiert, jetzt diese Sachen in den Ausstellungsraum zu stellen, wo man dann einfach sagen muss, dass das wirklich sehr hip aussieht, zumindest in diesem Monat. Wer weiß, wie es im Februar ist. Wer weiß, wie es im nächsten Monat ist. Also manches, was ich im Oktober noch interessant fand, finde ich jetzt schon irgendwie nicht mehr so interessant. Also du merkst das bei dir mit dem professionellen Blick durchaus auch, dass der Nachklang schneller verklingt. Ja, und das ist, glaube ich, auch wirklich ein Strukturphänomen von dieser Kunst. Es ist interessant, dass du sagst, ich könnte mir vorstellen, dass Kunstkritiker das nicht unbedingt als erstes von sich erzählen, dass sie eben merken, dass dieses Modische oder was so in Wogen und Strömungen kommt, dass sie davon nicht frei bleiben. Das finde ich einfach interessant festzuhalten, dass ein Kritiker sagt, ich stehe da auch nicht außerhalb. Diese Moden, die gehen durch mich auch nicht spurlos hindurch. Aber ich bin ja auch nicht nur ich, also sowieso nicht. Und wenn ich als Kritiker arbeite, dann versuche ich ja auch immer einen Abstand einzunehmen und also keine Geschmacksentscheidung zu treffen, mich eben nicht als Genie zu setzen, sondern im Gegenteil immer zu schauen, in welchen Verhältnissen steht das. Also ich bin immer noch voller Neugierde auf diese Art von Kunst. Und ich merke aber zunehmend, wie die tatsächliche Produktion dieser Kunst eigentlich hinter den Möglichkeiten oder den Ansprüchen, die irgendwie in meiner Vorstellungskraft dank dieser Kunst erwachsen, zurückbleibt. Also ich frage mich zunehmend, ob da nicht so erst
so ein bisschen was ausprobiert wird, wo eigentlich noch viel mehr drin stecken könnte und ob sich die Sache nicht selbst auf den Füßen steht. Aber ich würde gerne noch mal auf was zurückkommen, was du angesprochen hast im Zusammenhang mit dem sich verselbstständigen Bein von Angelina Jolie. Es hat mich erinnert an was, was ich bei dir gelesen habe. Du sagst, Netzkultur bringt Künstler ohne Kunst hervor. Nicht Kunst ohne Künstler, wie sie es proklamiert. Das ist nicht von mir. Aber also, das ist eine ziemlich gescheite Aussage. Genau, also du gehst damit konform, aber es würde ja dem widersprechen. Da gibt es ja in der Tat dann die Kunst, das Geschöpfte, Erschaffene ohne Künstler. Ja, aber es geht in dem Fall, das Kunst ohne Künstler kam von Anton Vidogle und bezog sich auf den Verlust von Autorschaft in solchen Strukturen. Mhm. So. Und nun ist Autorschaft sowieso ziemlich umstritten, genau wie das Wort Autonomie, aber da können wir ja nochmal später drauf, was ich damit meinte. Ist jetzt auch nicht so wichtig, aber ich bin jetzt nicht die Vertreterin heiliger Kunstwerte. Als solche möchte ich jetzt hier nicht sitzen. Aber das hat eben ein junger Künstler aus New York hat das umgedreht und hat gesagt, it's about artists without art. Nicht art without artists, sondern artists without art. Weil sie solche Athletes, weil sie eigentlich nur Sprints machen und produzieren und die Likes zählen und eigentlich zur ständigen Neuproduktion gezwungen sind, wenn sie dabei bleiben wollen. Und dass diese Art von Akzeleration dann den Autor auf eine merkwürdige Weise wieder hervortreibt, weil es geht um die Sichtbarkeitsstrategie für jemanden. Und die sind dann auch irgendwann Konkurrenten im Netz. Mhm. Und das ist nicht viel anders, wie wenn die Celebrities ihre Likes zählen und sagen, ich habe aber mehr. Oder? Mhm. Also es wird dann irgendwann dieselbe Aufmerksamkeitsökonomie wie bei den Celebrities. Und das ist dann eben, da braucht es dann keinen Gegenstand mehr. Wie stellst du dich vor, wenn du auf eine Party gehst? Was bist du? Programmierer, Künstler, Forscher, Celebrity, Wissenschaftler? Celebrity, halt doch. Das ist schon mal, raus. Ne? Auf der Visitenkarte. Sebastian Schmieg, Celebrity. Ja, ich glaube, dass diese Kombination mit Künstler und Programmierer, das beschreibt das schon ganz gut. Das nutze ich, glaube ich, so ganz gern. Ja. Und ist es nur mein Eindruck oder auch deiner, dass in der Netzkunst, wurde dir jetzt sozusagen attestiert, dass in der Netzkunst Kooperationen häufiger vorkommen, als wir das vielleicht aus den vergangenen Dekaden kennen? Also wo man projekteweise kurz- oder langfristig in ganz anderen Konstellationen arbeitet, als bei der letzten oder vorletzten Arbeit? Das kann ich nicht beurteilen, ob das häufiger geworden ist. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich bei mir beobachte, dass das ein wichtiger Teil ist auf jeden Fall. Und das sind auch diese eben durch die Netze. Also ich habe Arbeiten gemacht mit einem Freund aus Italien. Das ging alles über Skype. Oder mit einem Freund aus Schweden. Das ist auch alles über Skype. Also das glaube ich, diese Möglichkeiten, das bietet sich an, da zu kooperieren auf jeden Fall. Weil das Netz eben und die entsprechenden Anwendungen das möglich machen, das würdest du sagen, ist das Entscheidende. Nicht eine Einstellungsfrage, sondern eine technische Frage, dass man das machen kann. Also in meinem Fall ist das beides natürlich auch eine Einstellungsfrage, wobei sich das nicht mal dann bei der Kooperation teilt. Also ich habe jetzt mit 3 Leuten zusammengearbeitet und wir hatten immer unterschiedliche Meinungen. Auch so die Rolle, wie wir uns nach außen geben wollen, war nie klar, wie das eigentlich ist untereinander. Mhm. Das ist vielleicht dann, das ist aber auch kein Problem, denke ich. Das. Wie würdest du denn sagen, welche Rolle kommt denn der Hard- und Software zu bei dem, was du tust? Sind das Werkzeuge? Ist das das Material, das gestaltet wird? Hat das vielleicht auch eine gewisse Autorschaft? Also darf das auch Urheberschaft beanspruchen für dein Tun? Klar, also das ist bestimmt, also Werkzeug ist es nicht. Oder vielmehr ist es Werkzeug, das irgendwie untersucht wird oder Autorschaft untersucht wird, eben als Medium, das ist das Werkzeug, das ist das Medium, das ich untersuche. Also ganz klassisch eigentlich. Mhm. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie Museen vielleicht, du hattest vorhin einen Zeitraum von 3 Monaten angesprochen, wir sagen vielleicht mal in 3 Jahren oder in 10 Jahren mit Arbeiten wie deinen umgehen, also Museen und Sammlungen, wie konservieren die Arbeiten, die irgendwann mal State of the Art waren, was das Technische betrifft, deren Hard- und Software aber
veraltet ist. Also die vergreisen ja eigentlich relativ rasch. Mhm. Ja, also es, im schlimmsten Fall hat man da etwas Ähnliches wie, also dass zum Beispiel vielleicht das Metropolitan Museum of Art 2025 Ausstellungen über Post-Internet macht, so wie es im letzten Jahr vielleicht eine Ausstellung über eine Mode-Ikone aus den 50ern gab oder so. Ne? Mhm. Also im schlimmsten Fall sind diese Arbeiten nicht mehr als Ausweis für eine bestimmte Stimmung zu einer bestimmten Zeit. Und dann wäre es Mode. Mhm. Im besten Fall ist in die besseren der Arbeiten etwas eingeschrieben, was nicht aufhört, interessant zu sein, was irgendwie im Gespräch steht mit der Kunstgeschichte. Hast du vielleicht ein ganz frühes Beispiel aus der Netzkunst Post-Internet-Art, wo du sagst, das hat uns immer noch was zu erzählen? So und so viel technologische Sprünge später? Du, dir also fällt ich würde ganz klar Jody zum Beispiel, das Künstlerkollektiv Jody nehmen. Das ist jetzt, weiß ich nicht, 10, 20 Jahre sind die beiden hochaktiv und das ist bis heute immer noch faszinierend, wie viel einem das eigentlich sagen kann. Was denn? Also für die unter uns, die sie nicht kennen. Genau, das sind eigentlich das sind zwei, die, man könnte sagen, vielleicht so die Begründer der Glitch-Art sind, auch wenn das ein Begriff ist, der jetzt vielleicht ein bisschen leer geworden ist, aber die auf den Fehler aus waren und das provoziert haben. Und dabei ganz früh im Internet irgendwelche Protokolle, Strukturen herausgearbeitet haben, Machtstrukturen auch. Hast du Angst, dass deine Arbeiten vielleicht mal vergreisen? Ach, das ist, glaube ich, dass die technisch vergreisen, das ist leider so, dass das total schnell geht. Also das ist, nach ein paar Jahren gehen viele Dinge nicht mehr, die ich mal gemacht habe. Und das ist frustrierend, aber ich möchte mich damit auch gar nicht so doll auseinandersetzen. Das ist mir irgendwie, das weiß ich nicht, das, nein. Spielt, ist keine Überlegung, die du anstellst beim Arbeiten? Nein, aktuell nicht. Und ich glaube, dass ich sage, die Überlegung ist vielmehr, ist das wirklich relevant jetzt im Moment oder ist das länger relevant? Und das ist schon immer so eine Spannung, möchte man irgendwie natürlich aktuell reagieren auf Dinge, aber ich möchte ja schon jetzt nicht irgendwie sagen, oh, ich mache nur was mit Facebook und in 2 Jahren denke ich, das war gar nicht relevant irgendwie, das ist nicht das große Bild gewesen. Das, denke ich, ist schon eine wichtige Frage. Hm. Würdest du sagen, per se sind Gemälde, Skulpturen langlebiger als der Kunstbereich, über den wir sprechen, oder lässt sich das so einfach im Hauptsatz nicht sagen? Ich würde solche generellen Aussagen nicht treffen wollen. Woran liegt es dann, ob so eine Arbeit frisch bleibt oder rausfliegt und nur noch Technoschrott ist? Auch das kann man nicht einfach so beantworten, weil das Kunstsystem hat ständig wechselnde Aushandlungsmechanismen, was bleibt und was nicht bleibt. Das ist ja auch genug von den sogenannten, sagen wir mal, herkömmlichen Künsten nicht mehr präsent. Also, und jetzt versuchen ja auch Post-Internet-Künstler, und das ist eben das, was sie von den Netzkünstlern unterscheidet, Malerei zu veranstalten mit den Mustern, die sie aus dem Internet fischen. Also mit einer Art nicht enden wollender Stil Eklektizismus werden Leinwände produziert, die so aussehen, als hätte man irgendwie Jackson Pollock mit Neo Geo oder sonst was gekreuzt. Hm. Sprechen wir über Avery Singer, über die du geschrieben hast gerade? Unter anderem auch, ja, ja. Also daran erinnerte mich gerade also deine Beschreibung an einen Artikel, den ich von dir gelesen habe. Also die wollen natürlich damit, letztlich wollen sie eben doch alle ins Museum. Selbst wenn das Internet ja ein Medium wäre, mit dem man so arbeiten könnte, wie er es macht, so arbeiten könnte und sagt, ich verweigere mich. In gewisser Weise ist das ja entweder eine idealistische Position oder eine Verweigerungsposition gegenüber dem Markt. Das machen die Post-Internet-Künstler nicht. Finde ich ganz interessant. Letztlich wollen sie doch ins Museum, musste ich jetzt gleich an Kraftwerk denken, wo wir jetzt über eine andere Kunstdisziplin vielleicht reden, aber wo dann das Verlangen, in der neuen Nationalgalerie zu sein, dann offenbar doch groß ist. Ich würde gerne im Folgenden vielleicht auf das, womit du jetzt geendet hast, noch mal zu sprechen kommen, den Vertriebsweg, die Vermarktung, wo wird Kunst umgeschlagen. Aber möchte gerne erst mal hören, ob ihr Fragen habt, mit Fragen hergekommen seid oder bei dem bereits Gehörten fandet, da müsste doch die Moderatorin mal nachfragen. Aber wenn sie es nicht tut, mache ich es jetzt. Dann gebt uns bitte ein Handzeichen. Hier vorne sitzt ein Herr. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Und hier vorne
die Dame. Wäre schön, wenn ihr euch vorstellt kurz, damit wir auch wissen, wer ihr seid. Ja, Hans-Ulrich Melchert. Ich bin ein regelmäßiger Besucher des digitalen Salons und finde das immer sehr interessant. In diesem Falle hätte ich die Frage, gibt es inzwischen denn für die Netzkünstler oder die Artisten, in Anführungszeichen, auch schon die Galeristen, die da Ausstellungen organisieren? Das ist genau dieser Vertriebs- und Marktplatzstrang, den wir im Folgenden besprechen können. Ja, aber wir können auch erst die Fragen sammeln. Bitte schön. Genau, vielen Dank. Ich bin Friederike, ich habe einen Hintergrund in Internet Science und auch ein bisschen Programmieren. Und ich habe zwei Fragen. Die erste war zu dem, es gibt Künstler ohne Kunstwerke. Die interessanteste Internetkünstlerin finde ich gerade Molly Soda, die das Subjekt in der vernetzten Öffentlichkeit thematisiert. Also dieser, wo gar nicht klar ist, ob sie ihre Kunst vermarktet oder ob das an sich das Kunstwerk ist, das schrieben nach Likes und sich Anbietern etc. Also die Frage quasi, ob das nicht auch, wenn der Künstler keine Kunst mehr hat, falls das so sein sollte, ist das nicht auch eine interessante Kunst? Und die zweite Frage, ich habe ein Problem mit dem Begriff User-Generated Art, weil User, also aus einer politischen Perspektive, das sind ja nicht nur User, das sind auch Öffentlichkeiten mit Bürgern, mit also User ist so, das sind die passiven Nutzer kommerzieller Strukturen. Aber vielleicht liege ich da falsch. Ja, da ist ja dann der Prosumer, der gerne bemüht und eingeführt wird. Ich würde mal denken, vielleicht die erste Frage nach den Umschlagplätzen der Kunst. Das war im Grunde das, womit du, glaube ich, geendet hast. Aber ihr einigt euch, dass Kolja antwortet. Bitte. Ich will das Wort nicht wegnehmen, aber ich vergesse uns alles, was ich gerne sagen wollte. Es kommt wunderbar zusammen. Also vor allem dass du den Begriff des Bürgers, dass du darauf beharrst, das finde ich ganz wichtig. Das wird nämlich vergessen, nachdem Bürgerschaft und Teilhabe zunehmend eine Frage von kommerziell durchgestalteten Räumen wird, wie Facebook und überhaupt die ganze Internetstruktur, die zunehmend wenigen Oligarchen gehört und von Geheimdiensten zunehmend kontrolliert wird. Die Frage des Bürgers führt, finde ich, direkt zur Frage des Museums. Also warum sollen denn diese Künstler nicht ins Museum wollen? Also ich würde mir von jedem Künstler wünschen, dass er diese öffentlichen Räume, dieses öffentliche Eigentum, diese Orte auch von Aushandlung von Werten, dass er darauf Anspruch erhebt, auf eine Art. Und dann eben eine Kunst macht, die so gut ist, dass sie in diesen Räumen auch wirklich funktioniert und die voranbringt. Ärgern würde ich mich natürlich, wenn die Leute nur in die Sammlung einwandern, weil eben bestimmte Galeristen, die es gibt, es verstehen, die Sammlungsverwalter zu umgarnen oder eben, weil die Kunst einfach so unglaublich gegenwärtig aussieht, dass alle über 40 oder 50 Angst bekommen und glauben, wir müssen sofort schnell unseren Stück vom Kuchen sichern, dass wir überhaupt noch was übrig haben in einer Weile. Diese Galeristen gibt es und das führt auch zu der Frage dieser Kunst ohne Künstler. Ich würde auch den Leuten nicht den Vorwurf machen, dass sie, weil sie gerne wieder Geld verdienen wollen, aus dem Netz wandern in den Galerieraum. Erstens ist das so eine Art Reifizierung von Internetkünstlern, als müssten die dann da bleiben, wo sie sind. Hm. Und zum anderen gibt es, glaube ich, auch in der Kunst einfach so eine Strukturveränderung, die schon dazu führt, dass es zunehmend Künstler ohne Kunstwerk gibt. Man will, glaube ich, nicht nur in einer Galerie sein, weil man dort Geld verdienen kann. Das tun sowieso nur unvorstellbar wenige Menschen, Galeristen eingenommen, sondern weil Galerien auch zunehmend ein Treffpunkt sind. Also gerade in Berlin, wo man wirklich nur wenige Institutionen hat, die wirklich interessantes Programm machen, sind Galerien auch ein Treffpunkt für eine bestimmte junge Szene, wo dann vielleicht wirklich auch nicht nur über Kunst gesprochen wird, sondern wo eben geteilte kollektive Intuitionen, auch modisch oder wie man gerne Party feiert oder welche DJs man gerade interessant findet oder welches neue Restaurant in Neukölln man irgendwie toll findet, wo sowas irgendwie auch ausgehandelt wird. Das heißt, streben in die Galerie und ins Museum, ja, wenn man eben auch noch mehr anzubieten hat, außer der Message, ich strebe in die Galerie oder ins Museum. Da war ein Punkt, auf den wolltest du noch eingehen, ich glaube mit Widerspruch. Das wäre jetzt sozusagen, weil das war ja auch ein bisschen an mich gerichtet, an meine, und ich wehre mich so ein bisschen gegen das Wort Vorwurf. Es war ja eigentlich kein Vorwurf, sondern worum es dann geht, und ich habe eigentlich auch aus deinem Artikel in der Zeit so viel entnommen, dass die Arbeiten, die gemacht werden, um entweder von der
vom Internet zurück in die Galerie sich zu objektivieren oder für die Galerie gemacht werden, damit sie in der Galerie fotografiert werden können und wieder ins Internet zurückgespeist werden. Da kommt bei mir doch irgendwie der klassische Clement Greenberg insofern hoch, als ich sage... Der dann nochmal ganz kurz was sagt. Der klassische Clement Greenberg, der gesagt hat, es muss alles mediengerecht sein. Ne? Ich glaube, dass diese Transportwege nicht so einfach sind. Die gehen nicht ohne Verlust von einer, sagen wir mal, Internetästhetik in die Dreidimensionalität oder an die Wand einer Galerie. Und dagegen sperre ich mich so ein bisschen gegen diese Beliebigkeit der Räume, in denen die Kunst dann jeweils betrachtet werden kann oder konsumiert oder wie auch immer. Die ist nicht Einwände beliebig. Gegen den Widerspruch? Nö, das sind wir sicherlich. Die stehen da einfach so. Nein, nicht, aber ja, ich meine, der Anspruch, den teile ich natürlich, absolut, dieser Medienspezifik. Also was ich als Künstler mache, muss, also, oder was, ich mache das ja nicht, aber was der Künstler wo macht, das muss immer Rechenschaft über die Bedingungen der Möglichkeit des eigenen Vorhandenseins oder Stattfindens ablegen. So, und das heißt jetzt eben, noch mein Mittelteil? Also das heißt natürlich, also einfach eine... Es muss für einen Raum gestaltet sein, den es dann auch ausfüllen will. Sondern auch, also zunehmend, also werden wir, glaube ich, auch den Begriff des Raums anders verwenden, weil wir zunehmend erleben, dass eigentlich die physischen Räume wie so Pop-up-Fenster funktionieren, die sich aus dem virtuellen Raum ausklappen, wenn man mit Google Maps durch die Stadt navigiert oder mit einem Billigflugportal plötzlich in Fuerteventura gelandet ist. Also der Raum alleine, der physische Raum, ist, glaube ich, immer weniger eine Grenze. Zunehmend sind das eben kommerzielle Strukturen, sind Kommunikationskanäle, um die es da geht. Und das sind auch diese öffentlichen Infrastrukturen, um die gekämpft werden muss, wo wirklich der Begriff des Bürgers absolut heute auf dem Spiel steht. Aber jetzt drifte ich in eine andere Richtung ab. Ich würde gerne noch mal, sorry, jetzt muss ich diesen Strang mal kurz kappen. Es gab ja bei dir noch eine Frage, Friederike, nämlich die nach der Künstlerin, die sozusagen diese Geisteshaltung der Anbieterei, wenn ich es richtig verstanden habe, nutzt, damit arbeitet und wieder ausstellt und uneindeutig bleibt. Bin ich Teil davon oder versuche ich drüber zu reden? Ich weiß nicht, wer von euch darauf reagieren möchte, ob ihr das legitime Strategien findet. Es gibt keine illegitimen Strategien. Also wenn ich sage, die legitime Strategie, dann führe ich mich ja auf wie ein Richter. Ich will dann nur gucken, bringt es was in gewisser Weise und wenn wem? Und wenn Sie mir das beschreiben, dann klingt das so, als ob es so eine Art einerseits Travestie, andererseits Zuspitzung wäre. Und dann ist das schon wieder ein was Operatives oder was Satirisches, was eine Struktur erkennt und aufnimmt und zuspitzt. Das ist was anderes als Copy and Paste. Also das wäre dann schon eher in der Nähe von einer Netzkunst, sagen wir mal, eher analytischen Position aus. Aber ich würde schrecklich gerne, glaube ich, an diesem Punkt jetzt einen Zusammenhang einbringen, der mich bei einer Recherche doch sehr begeistert hat und der zeigt, dass die Räume, wie Räume miteinander kommunizieren und wie wichtig das ist. Mhm. Und zwar ist das eine Künstlerin, die heißt Kara Walker. Die hat auch mal hier ausgestellt, eine afroamerikanische Künstlerin, wie man im PC-Englischen sagt, die letzten Sommer eine Skulptur gemacht hat aus weißem Zucker. Die hieß A Subtlety und sie war überhaupt nicht subtil, sie war das genaue Gegenteil. Es war also eine riesige Sphinx mit, wie man so schön sagt, exaggerated negroid features, also sehr übertriebenen negroiden Gesichtszügen, großen Brüsten und hinten eine riesen Vulva und einen riesen Hintern. So, die war sehr, sehr groß in einer stillgelegten Zuckerfabrik. Um sie herum aus Melasse, also dem Abfallstoff von der Zuckerfabrikation, so kleine Negro Boys. So. Also alle Stereotypen aufgefahren, sowohl sexistischer wie rassistischer Natur. Das Ganze war ein ephemeres Projekt, es regnete durchs Dach. Und die Leute kamen in Strömen, und zwar alle, nicht nur das kunstspezifische Publikum. Und was machten einige von denen? Sie machten Selfies vor der Vulva oder vor den Brüsten, machten dann so bei den Brüsten. Oder bei der Vulva streckten sie dann die Zunge raus und inszenierten so einen kleinen Kunnilingus. Und das wurde dann ins Netz gestellt. Mhm. Und dann gab es
heftige Reaktionen. Es wurde also eine Riesendebatte. Kara Walker selbst filmte die Leute beim Selfie machen und hat daraus einen Film zusammengeschnitten, den ich weiß nicht, ob sie den ins Netz gestellt hat. Wiederum, auf jeden Fall wird er irgendwann mal in der Galerie zu sehen sein. Okay, also das Sie ist sehen, das ist ein Gespinst. Ist ein das. Endloser Feedback-Loop. Ja. Und nicht nur das, es hat eine Riesendebatte in die Welt gesetzt über Sexismus, über Rassismus, über die Verfügbarkeit von Bildern, wie man damit umgeht, das Zensurproblem, das Wegsehenproblem, das Nicht-Zeigen-Dürfen-Problem, den Umgang damit. Wie hat die Künstlerin das denn kommentiert? Also sie hat damit gearbeitet. Die Künstlerin hat die Schnittstelle offenbar sehr genau, ob nur intuitiv oder analytisch oder wie, sie hat sehr genau eine Schnittstelle gefunden und das Ding da platziert und das losgetreten. Dazu muss man aber auch irgendwie sehr intelligent sein, um die richtigen Momente für sowas zu finden. Nee, ich meine in der Arbeit, von der Sie sagen, dass Sie sie danach zusammengeschnitten hat. Ja, die habe ich noch nicht gesehen. Das wissen Sie nicht, welche Nachricht die uns sozusagen gibt. Ich glaube nicht, dass sie eine Nachricht gibt. Sie wird das Material zusammenschneiden und reinstellen, sagt, macht, was ihr wollt damit. Mhm. Denkt vor allen Dingen, was ihr wollt damit, beziehungsweise denkt, bitteschön. Sie ist ziemlich cool und sie ist keine, die Messages so riesig krass vor sich her trägt, obwohl sie sehr krasse Arbeiten macht. Mhm. Aber was ich daran interessant finde, sind die vielen Räume, die sich da plötzlich auffalten. Und da geht es dann nicht mehr, da geht es um Bürger. In welchem Raum findet ihr denn Kunst, die euch interessiert? Also beim Frühstück, auf dem Tablet, auf dem Smartphone oder das war jetzt offenbar in der Galerie, in Museen, bei Freunden. Also wo seht ihr Arbeiten, wo ihr denkt, interessiert mich, möchte ich mehr sehen? Like. Sebastian. Ich bin im Kopf noch immer noch bei der Frage, weil da dieser Begriff des Users auftauchte. Mhm. Also es tut mir leid, wenn ich da nochmal zurückspringen muss, aber ich glaube, das war eine interessante Frage. Mhm. Es ist immerhin der Titel der Gesprächsrunde. User-Generated Art. Dann muss man vielleicht nochmal kurz da einhaken. Und das, ich glaube, das Verhältnis, wenn wir hier Bürger oder User, glaube ich, muss man vielleicht kurz definieren, dass es eigentlich ein ganz wichtiger Begriff ist, der User, so als Benutzerin oder Benutzer von einem System, das einem gegeben wurde oder vorprogrammiert wurde. Und im Zusammenhang mit Post-Internet-Art oder generell mit der Kunst jetzt und im Internet, glaube ich, die Frage, welche Rolle spielt denn da der User? Ist da Künstlerin oder Künstler User? Oder sind eigentlich, wenn wir jetzt eine Künstler oder Künstlerin haben ohne Kunst, da geht es ja um eine Marke. Da geht es ja darum zu sagen, ich baue eine Marke auf und ich habe eben User, die mich transportieren. Ich glaube, das sind Sachen, wo man schon noch mal drüber nachdenken müsste, was ist da also die Rolle des Users. Also der Künstler als Brand. Ja, klar. Ich denke, dafür steht ja dieses Zitat, dass der Künstler als Marke sich transportieren lässt durch eben seine User oder Fans. Okay, das wollte ich nur kurz einschieben an der Stelle. Ja, ich weiß nicht, ich will das überhaupt nicht abwürgen. Wenn das der Punkt ist, wo ihr denkt, lasst uns da mal noch bleiben, dann sagt uns eure Fragen zu dem Thema. Bohrt weiter da rein. Jetzt fällt mir was ein dazu. Ja, bitte. Wenn ich darf. Die Gäste hier vorne eingeschlossen. Also ich glaube, wir erleben einen wirklichen, also einen Höhenflug der User-Generated Art auf dem Markt, wo viel Malerei, die jetzt auch von gar nicht Post-Internet-Art genannt wird, die eher so sehr, sehr tolle Titel trägt oder mit Begriffen versehen wurde von Kritikern wie Zombie Formalism oder Crabstraction. Es gibt eine Flut an abstrakter Malerei. Also nach allen Diskussionen im 20. Jahrhundert, was die Malerei für eine Aufgabe hat, wie lange es sie noch gibt und wie man sie zu Ende führt und so weiter, gibt es eine Produktion, die ist völlig aus jedem Gespräch mit der Kunstgeschichte und der Theorie ausgestiegen. Und die sieht, also eine Kunst, die einfach nur gut an der Wand aussieht. Und das ist ein gewaltiger Markt mit Steigerungen teilweise von 1 Million bei einer Auktion zu 2 Millionen bei der nächsten, befördert durch viel neues Geld. Das wird ja immer gesagt, es ist schön, wenn Leute Geld für Kunst ausgeben. Ich bin da immer nicht so sicher. Ich finde es auch schön, wenn Leute Steuern zahlen. Also ich finde zum Beispiel auch den Staat ganz toll. Und wichtig, und es ist schade, dass es ihn eigentlich kaum noch gibt. Schreibst du das in der Zeit und in der Welt am Sonntag? Kann ich gerne bald machen, Okay. Mach ich gerne, ja. Aber Entschuldigung, also das war die Fußnote, du wolltest noch weitersprechen. Glaubst du, das kann man da nicht schreiben? Naja, wahrscheinlich kann man es auch ein bisschen Zeit oder Welt am Sonntag gemäßer formulieren. Ich glaube, das kann man da schon schreiben. Aber das ist doch cool. Um den Punkt zu Ende zu bringen,
dieses ganze Geld, was in die Kunst fließt, ist Geld auch von einem neuen Reichtum. Also von, was einfach, das Geld kommt daher, dass auch das Geld zunehmend durchs Internet reguliert wird. Dass zunehmend die Leute, die eben zur Marke werden mit ihrem Unternehmen, mit ihrem Start-up, in einer Spekulationswirtschaft so viel Geld von Investoren bekommen, dass sie schlagartig reich sind. Und für eine Branche gibt es dann nur einen Beherrscher, so wie es zum Beispiel Google versuchen ist. Aber dieses Geld geht in die Malerei. Du hast jetzt gesagt, genau, das Geld landet in der Malerei. Ist denn denkbar, dass das auch künftig in der Netzkunst landet, dass ein Netzkunstwerk verkauft wird wie ein Gerhard Richter? Bei der Netzkunst bin ich mir nicht sicher, bei der Post-Internet-Art kann ich es mir vorstellen. Mhm. Das passiert auch auf jeden Fall. Aber was ich sagen möchte, ist, das ist User-Generated Art deshalb, weil hier eigentlich nicht mehr das Kunstwerk über die Welt spricht, über die Netzwerke, in denen es zirkuliert, diese Kontextspezifik, die wir vorher als Anspruch hatten, sondern weil man das Gefühl hat, da spricht das Geld durch die Kunst. Der Käufer drückt sich durch den Kauf aus. Das Geld druckt sich sozusagen seine eigene Kunst. Also die Kunst wird damit so zum Zertifikat für Zahlungsfähigkeit. Das ist für mich so die absolute Steigerung von User-Generated Art. Weil da geht es eigentlich wirklich nicht mehr um was. Also das wäre dann der Neureiche, der die Leinwände macht. Dieses Paradox, meinst du? Der sie nicht nur macht, sondern der das Geld dafür Produktion hervorruft. Über die Galerien streut und dadurch so viele neue spekulative Positionen aber das Lustige ist, kannst du quantifizieren, in welchem Maße das eine Rolle spielt? Das spielt in den USA mehr eine Rolle als hier. Aber es gibt zum Beispiel einen Maler, wo alle, auch die Leute, die diese Gemälde kaufen, sich einig sind, dass das einfach lächerlich ist. Und ich bin sicher, der Künstler denkt das selber auch. Der Name ist Christian Rosa. Danke. Und der hatte im letzten Jahr zum Gallery Weekend eine Ausstellung bei CFA, die am ersten Abend ausverkauft war. Wenn man Sammler ist, dann muss man ihn kaufen, weil man sonst befürchten muss, dass die Sammlung im Wert fällt und man sich die Position, die man wirklich mag, nicht mehr leisten kann. Man muss als Sammler auch zunehmend spekulativ agieren und sich absichern, indem man auch sowas kauft. Puh, okay, da waren jetzt einige Schleifen drin. Ich weiß nicht, ob ihr alle nachvollziehen konntet oder ob ihr an einer Stelle, jetzt wo wir an die Gelddruckerei und an das Geld, das Geld bringt und an das Geld, das Kunst bringt, gehen, vielleicht noch mal Nachfragen habt. Jetzt sind wir ja eigentlich gar nicht mehr im Bereich der Kunstgeschichte oder der Gegenwartskunst, sondern im Bereich der Ökonomie, die sich wechselweise durchdringen. Hier vorne sitzt eine Frau und hat eine Frage. Und ich weiß nicht, du hast vorhin die Hand gehoben, aber das diente dem Styling. Okay, alles klar. Bitte schön. Ja, Yvonne Reiners. Ich bin Kuratorin und genau, mache Performing Encounters, also so eine ganz kleine Reihe von Salons. Genau. Und auch zur Post-Internet-Art unter anderem. Genau, und ist eigentlich keine Frage, aber ist es nicht eine Möglichkeit, sich wieder zurückzuziehen auf so Strategien wie das Web 1.0, also so verborgene Räume, in denen man das Partizipative wieder viel mehr, also wo wir beim User jetzt waren, beim Bürger, bei einem Prosumer oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, wo jemand wieder mehr Macht erhält über das. Zum Beispiel gibt es ja solche Ugly Terms, da haben wir auch gerade, oder habt ihr schon viel von genannt, so wie Stacktivism, also man kann keine Diskussion über etwas führen, was man nicht sieht oder was man nicht kennt. Also zum Beispiel, was du machst in deiner Kunst, ist ja schon so ganz viel unter die Oberfläche schauen, also so Oberflächen sichtbar machen eigentlich. Und damit eigentlich eine Spiegelung, was ja die Post-Internet-Art immer wieder versäumt, die nimmt ja nur und stellt es dann einfach aus, ohne es zu hinterfragen. Während du ja eher die Oberflächen nimmst und destruierst und damit sichtbar machst, was da drunter liegt. Und es ist nicht möglich, dass es auch interessant wäre, mal zu gucken, was jetzt gerade aktuell wieder im Internet sich für kleine Darkrooms gebildet haben. Also ich will jetzt so aus James Bridal zum Beispiel. Das spekulierst du oder du sagst, die gibt es? Das nicht nur, ich glaube, dass es sie gibt. Also zum Beispiel die ganze Diskussion bei James Bridal, das ist ein Blog über New Aesthetics, auch wieder ein Ugly Term, aber da sind sicherlich sehr interessante Dinge besprochen. Und, aber dann frage ich mich, ohne dass ich jetzt die ganzen Termini und Künstler kennen würde, ob nach der Logik, die wir jetzt bislang hier entwickelt haben, die ja gar nicht in ihren dunklen Räumen bleiben können, sondern auch irgendwann naturgemäß rauskommen wollen mit dem, was sie tun und treiben, wäre jetzt sozusagen die Frage, die ich draufsattle auf deine. Ich weiß nicht, wer von euch darauf antworten möchte und kann. Da kann ich gerne darauf antworten. Also ich möchte ganz kurz voranstellen, dass ich jetzt hier kein, ich als Netzkünstler dort die Post-Internet-Artist, das ist mir ein bisschen unangenehm. Das möchte ich so
nicht darstellt. Aber auf gut, wir verwischen die Karten. Genau. Aber zu der Frage mit den dunklen Räumen. Ich glaube, das ist immer so ein Hin und Her. Also so, zu sagen, zum Beispiel, ich veröffentliche ein Album im Darknet. Das ist ja mittlerweile, das ist, machen ja nicht nur Kleine, das weiß, gibt es jetzt ja auch im Großen schon, das Ganze. Aber ich denke, das ist immer ein Hin und Her zu sagen, ich suche mir kleine Räume, wo bestimmte Dinge funktionieren, weil mich das da fasziniert. Aber natürlich brauche ich diese Rückkopplung, große Räume, Galerie oder sonst was. Das denke ich schon. Und um nochmal einen weiteren Begriff einzuführen, das Postdigitale. Okay, wir geben dann auch einen Duden heraus, ja, wenn wir die Sendung ausstrahlen. Naja, das, eine das, kleine das, Handreichung. Genau, das ist... Da geht es ganz besonders darum zu sagen, wie kann ich eigentlich neue Räume finden? Also zum Beispiel zu sagen, okay, ich veröffentliche jetzt nichts mehr im Internet, sondern ich mache sogenannte Fanzines. Also ich mache selbstgedruckte Magazine, weil die sind jetzt nicht von Google indizierbar und so weiter und so fort. Und da entwickelt sich eine ganz neue Ästhetik. Einfach aus so einer neuen Faszination heraus etwas zu entdecken, was früher vielleicht mal ein bisschen angesagt war. Mhm. Ich glaube aber, du wolltest noch mal auf die Darkrooms und die Möglichkeiten auf die in den User Tiefen. Wollte ich noch mal. Okay. Weil ursprünglich gab es ja mal einen Anreißer für uns, das hieß, was würde Joseph Beuys sagen zu Digital Art? Und da ich das nicht frage, das war der, dich einfach das war der Anreißer. Das, so wurde mir das ja auch vermittelt, hier die Teilnahme an diesem Gespräch. Ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Gott, was für eine Frage. Köder. Es war ein Köder, sehr geschickt gelegt. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann man sowas beantworten? Und jetzt frage ich mich natürlich, gute. Der User, nach dem, was wir jetzt so rausgefunden haben, denke ich, wäre, glaube ich, nicht derjenige, von dem Beuys sagen würde, jeder Mensch ist ein Künstler. Wegen dieser Passivität. Und das finde ich doch schon mal eine ganz interessante Erkenntnis. Sondern? Also jetzt, Sondern habe ich nicht zu bieten. Sondern habe ich nicht zu bieten. Mir ist nach wie vor schleierhaft, was Beuys sagen würde. Wenn er das Internet als einen sozialen Raum verstehen würde, dann fände er das vielleicht ganz interessant. Auf der anderen Seite hat Beuys sehr viel mit alten Begrifflichkeiten wie zum Beispiel Authentizität zu tun und der Aura des Materials, das Material, das eine Botschaft hat, das was versendet, der Honig und die Batterie und das Fett und der Filz. Und das haut irgendwie natürlich nicht hin mit Algorithmen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, wie er sich da reinfinden würde. Weiß von euch beiden einer, was Beuys sagen würde zu User-Generated Art? Und weiß von euch einer oder eine? Dann bitte melden. Wir wollen nicht mit so einem Cliffhanger hier scheiden. Jeder Mensch ist ein User. Ja. Jeder Mensch ist ein User. Ja. Ist sein User. Jeder Mensch ist sein eigener User. Ja, ich glaube, es gab vor kurzem ein, sagen wir mal, Experiment von einem Künstlerduo, Eva Franco-Mattes, die mit Freunden die Diskussion hatten, wo findet eigentlich die wirklich gute Kunst statt? Und die Theorie war 4chan, was da so ein bisschen, sagen wir mal, so ein dunkler Raum ist. Ja, 4chan ist so ein Imageboard, das größte Imageboard. Ja, das ist eine Internetseite, eine Plattform, wo man Bilder posten kann und mit Bildern auf andere Bilder antwortet. Und Instagram anders? Das ist ein anderes Niveau. Also daraus ist Anonymous entstanden. Das ist, viele nennen es irgendwie so, das ist so das Dunkelste im Internet. Also man ist eben anonym dort und da passiert sehr viel. Und dann war die Theorie, die gute, beste Kunst entsteht eigentlich dort. Also es ist zum Beispiel die Geburtsstätte vieler Memes, Internet-Memes. Und also das Vorgehen war ganz einfach. Aber da muss ich kurz nachfragen. Ja. Internet-Memes, ist das nicht ein anderes Kaliber? Also ist das nicht eine andere Abteilung? Oder ist das auch Teil dessen, worüber wir gerade reden? Genau. Also, das war die Moderatorin verliert die Orientierung und bittet um Hilfe. Genau, um das fertig zu führen. Das Experiment war folgendes. Sie haben gesagt, okay, diese Internet-Memes, unserer Meinung nach entsteht dort die bessere Kunst, die aktuellere Kunst. Und haben einfach ein Internet-Meme, das war jetzt nicht so besonders spannend, das ist eine Katze in einem Käfig, obendrauf sitzt ein Vogel, haben das nachgebaut und haben behauptet, das ist von Catalan, weil das eben genau seine Ästhetik ist und haben das ausgestellt und es hat ausgesprochen gut funktioniert. Was jetzt das Ergebnis dieser Sache ist, will ich jetzt nicht so sagen, aber ich glaube, meiner Meinung nach, passiert tatsächlich vielleicht sogar die spannende Kunst auf 4chan. Also John Ruffman, ich glaube, du hattest das geschrieben, ist ja einer, der sich ganz stark dort bedient. Eine Kunst aus 4chan generiert.
Okay, und jetzt nochmal die Beuys-Frage, die hier offenbar genau, jetzt zur Gretchen-Frage wird. Ach, ich weiß nicht. Was würde Josef sagen? Das weiß ich nicht. Also vielleicht kann interessiert auch nicht mehr. Du hast gerade gesagt, dass das war quasi der Grund, das war jetzt suggestiv. Nein, ich glaube, ich würde dem... das weiß ich nicht in dem Sinne, dass ich das nicht gut genug weiß, aber ich glaube, ich würde dem einfach ein bisschen widersprechen, dass er vielleicht schon sagen würde, da ist... sind viele User im Kollektiv Künstler. Das immerhin hat er ja auch einen Schlager für die Grünen gesungen, also da gäbe es vielleicht noch. Dazu gibt es ein ganz schlimmes Video auch, kann ich sehr empfehlen. Fragen von euch, Anmerkungen, Antworten, weil Fragen haben wir hier vorne ja auch schon so viele. Warte, da vorne ist schon, dann stell du doch erst deine Frage mit Mikro und dann oder so rum, wie ihr wollt. Also warum kann Algorithmus keine Handlung sein, keine künstlerische Handlung? Also Algorithmus. Das hab ich nicht gesagt. Okay, dann habe ich es möglicherweise missverstanden, aber so ein Algorithmus ist ja eine sehr mächtige Sprechakthandlung, wenn man so will. Weil es ja jederzeit. Die Materialität des Algorithmus und die Aura dieser Materialität, die wäre vielleicht für Beuys schwer wahrnehmbar gewesen. Na gut, man könnte es relativ einfach erklären. Man könnte sagen, wenn ich einen literarischen Text schreibe und ich schreibe Kill, dann macht das keine Auswirkungen, auch nicht auf den Leser. Aber schreibe ich Kill und gebe Enter ein, dann stirbt das System. Also in dem Augenblick ist es eine Sprechakthandlung. Wir können es leider nicht. Ja, aber ein Sprechakt also hat so nicht die Materialität von Fett und so weiter und wird in dem, Beuys hat ja in dem Sinne seine Materialien als tatsächlich Agierende verstanden, insofern ist das schon richtig. Aber ob er das auf Algorithmen übertragen könnte, weiß ich nicht. Das muss ich offen lassen. Okay, noch eine offene Frage. Aber Entschuldigung, da vorne kommt noch eine Frage oder noch toller wäre ja eine Antwort. Fragen sind viel interessanter als Antworten. Üblicherweise bitte ich immer keine Co-Referate, sondern Fragen. Heute möchte ich mal sagen, Antworten werden auch entgegengenommen, aber natürlich auch Fragen. Kann ich nicht liefern, aber eine Frage habe ich trotzdem. Spielt sich diese Kunstform, über die wir hier heute Abend gehört haben und ihr gesprochen habt, spielt die sich ausschließlich auf der Anwendungsebene ab oder ist die Netzkunst eine, die auch, wenn man so will, ihre eigene Bedingtheit irgendwie hinterfragt, die versteht, dass das Internet überhaupt nichts Universelles ist, dass die Erfahrung Internet überhaupt keine ist, die für jeden zu jedem Zeitpunkt gleich ist, sondern für jeden an jedem Ort dieser Welt unterschiedlich, sei es durch, also Stichwort Fragmentierung des Internets und unterschiedliche Governance-Regime darüber, wie Internet überhaupt erfahrbar ist. Es würde mich interessieren, wie die Kunst, von der ihr hier heute Abend, über die ihr nachgedacht habt, wie die damit umgeht. Richtest du die Frage an einen bestimmten Gast? Ich richte sie nicht an jeden, der sie beantworten mag. Okay, wer mag und kann. Also ich würde es am liebsten von dir hören, weil du hast dich sicher offensichtlich der Frage auch auseinandergesetzt. Wie beantworte man das? Also jetzt, ich glaube, das ist ja eigentlich ein Grundpunkt dieser Post-Internet-Art, zu sagen, wie wird das unterschiedlich wahrgenommen in der Galerie oder online. Ich glaube, das ist ja der Ausgangspunkt der ganzen, oder nicht der Ausgangspunkt, aber ein wichtiger Punkt, zu sagen, ich habe hier ein Erlebnis in der Galerie, das aber auch ganz anders online funktioniert und in Kanälen anders funktioniert. Ich glaube... Aber die Frage zielt ja schon auch, glaube ich, auf eine Reflexion von auch gesellschaftlicher Ungleichheit oder zum Beispiel, dass man in bestimmten Regionen eben weniger Internet hat oder langsameres Internet als in anderen. Okay, oder gut. Ein reglementiertes. Und das ist auch eine wichtige Frage. Das ist eine ganz Da kommt auch Beuys ins Spiel, der sich immer dafür interessiert hat, wie man sozusagen in der Gesellschaft schlummernde Aktivitätspotenziale wecken kann. Die sind ja entfesselt, diese Aktivitätspotenziale, zumindest bei den Leuten, die Internetverbindungen haben. Und da fände ich eigentlich die Frage auch nicht nur interessant, was Josef Beuys sagen würde, sondern auch, was Ziga Werthoff sagen würde, der konstruktivistische Filmregisseur, der in den 20ern in der Sowjetunion vom Kinoauge gesprochen hat, was bald in der Lage sein würde, dass alle Arbeiter auf der Welt miteinander kommunizieren können, von sich erfahren können und gemeinsam sozusagen, also dann durch diese beidseitige Kommunikation auch sich gemeinsam organisieren könnten. Alles, was er sich erträumt hat, ist heute vorhanden. Die klügsten Köpfe, die raffiniertesten Künstler vielleicht auch, sind alle verloren im Silicon Valley in gut bezahlten Jobs. Und
die meisten sind damit beschäftigt, eigentlich sich in ihrer Bubble, die durch Algorithmen auch zunehmend auf die eigenen Bedürfnisse angepasst wird, einzuschließen, richten die Kameras am liebsten auf sich selbst. Und das ist für mich auch eine Frage, die ich an diese Kunst hätte. Also kommt sie über diese Feedbackschleifen von Blog und Galerieraum, von Persona und Selfie, kommt sie da wirklich hinaus? Also kann sie Fantasie wecken für... Siehst du denn die Möglichkeit dafür, diese Bubble zum Platzen zu bringen? Also siehst du den... Also du sagst, die Instrumente sind da, es ist alles da. Dennoch ist, wenn ich mich dieser Instrumente bediene und nur so bediene, ist das erstmal einfach nur ein affirmativer Akt, der das alles bestätigt. Siehst du das Element, das da einen Anstoß geben kann und das Umstürzen, Öffnen oder in Frage stellen kann? Also ich glaube, immer dann, wenn die ökonomischen oder Institutionsstrukturen selbst Bestandteil der Arbeit sind, dann entsteht Reibung. Das heißt? Das sind, es gibt, mir fallen wenige Beispiele ein. Also vor allem auch von der Kunst, über die wir sprechen. Aber ist es nicht zuerst eine Frage des Bewusstseins? Ja, im Umgang mit den Dingen, bevor Institutionen und andere Organisationseinheiten reinkommen. Aber so sehr man immer die Kunst hochhält als etwas, was irgendwie Sensibilität und Bewusstsein herstellt, ist sie, glaube ich, immer genauso viel auch damit beschäftigt, sie zu verhindern. Das ist vielleicht ein Cliffhanger gleich. Ja, und ich habe das Gefühl, blöderweise, ich müsste mich jetzt erstmal noch eine Viertelstunde einschließen und drüber nachdenken. Stattdessen muss ich ja versuchen, die Diskussion voranzutreiben. Leider auch, ich glaube, fast am furchtbarster Weise am spannendsten Punkt abzumoderieren. Super. Mit Blick auf die Uhr. Ich würde dennoch gerne, weil ich das wirklich einen Gedanken finde, wo es, ja, wo im Grunde, du hast uns ja schon verabredet für in 3 Monaten, um zu gucken, was dann ist, gerne wissen würde, fällt euch ein, wie man diese Selbstbezüglichkeit und dieses sich Einrichten in den technologischen Möglichkeiten erweitern könnte im Sinne einer Kunst, die das, was das Internet uns versprochen hat, bevor andere Leute sagten, das ist kaputt, einlösen. Das war jetzt ein Satz mit sehr vielen Einschüben. Ich bin mir dessen bewusst. Also seht ihr diesen Moment nah, weit oder in unendlichen Fernen, wo das passiert, dass Kunst tatsächlich, ja, es klingt so doof, aber revolutionär ist letztlich, ne? Das ist fast schon wieder zu viel. Ja. Das war sie nie. Das ist fast schon wieder so ein bisschen manieristisch, von Revolution zu sprechen. Was wäre das passende Adjektiv? Transformativ. Also ein Werk kann transformativ sein, und zwar nicht, indem es irgendwie eine Direktübersetzung zu seinem Kontext schafft, sondern indem es einfach Widersprüche, die zwangsläufig entstehen, immer wenn sich ein System oder eine Ordnung etabliert, überhaupt eine Sprache, an diese Widersprüche geht interessante Kunst und legt die offen und macht sie irgendwie unauflösbar. Okay, jetzt bin ich sowieso schon meilenweit weg von dem, was ich euch alle eigentlich noch fragen wollte. Dann würde ich jetzt als letzte Runde vielleicht von jedem von euch gerne hören, welches Kunstwerk ihr uns anempfehlt zu betrachten, ein transformatives. Muss nicht aus diesem Jahrhundert sein, darf auch älter sein. Also das, was du gerade sozusagen als Blaupause entwickelt hast, Kolja, wo findet das statt? Also für mich findet das statt in einem Werk von Franz Erhard Walter. Das du uns vielleicht beschreiben müsstest. Der hat Ende 50er angefangen zu arbeiten, hat bei Beuys gelernt, wurde von ihm immer sehr skeptisch beobachtet. Niemand hat verstanden, was er macht, als er angefangen hat, mit Stoff zu arbeiten, was damals in Deutschland niemand gemacht hat. Der hat den, jetzt muss ich schauen, wie ich das kurz in den Begriff kriege. Er hat gesagt, die Skulptur ist das, was entsteht, wenn ihr meine Stoffobjekte benutzt. Wenn ihr da reinschlüpft, wenn ihr sie aufwaltet. Er sagt das auch noch immer, denn er ist noch am Leben und voll am Arbeiten und hat gerade überall Retrospektiven. Und seine Arbeit wird auch von einer jungen Künstlergeneration und auch von einer jungen Kritikergeneration wie von mir mit neuen Augen nochmal angeschaut, weil diese Verlegung der Bedeutung von dem Kunstobjekt in eine Handlung, ohne dass es je zur Performance gerinnt, ein seltsames Changieren in Gang setzt zwischen Materialität und Virtuellem. Und für mich ist das eigentlich, also da entstehen so formale Konflikte, so nenne ich das irgendwie, das, was ich immer gerne erwarte von Kunst, die
einen ganz eigenen Rhythmus entwickeln. Und das eben auch über die der Jahrzehnte, die sich dieses Werk entfaltet hat. Ist für mich unvorstellbar, wie man sowas schafft. Und ich weiß auch nicht, ob ich da meinem eigenen, also das, ja, das ist, das würde ich empfehlen. Okay, das nehme ich mit. Hast du eine Empfehlung? Nein, ich habe da keine Empfehlung, glaube ich. Das fällt mir jetzt sehr schwer, da eine Empfehlung auszusprechen. Aber ich wollte noch mal ganz kurz zwei Sachen, die mir eingefallen sind. Ich bin immer so langsam. Ich bin im das ist aber eine Antwort auf die Frage, okay. Dann okay, lassen wir es dabei. Möchtest du uns irgendwas anempfehlen, was wir uns dann an Netzkunst oder User-Generated Art anschauen sollten, auch wenn es nicht die hohe Messlatte überspringt? Ich sage kurz Namen. Okay, zu dem Flip-Painting, wovon du gesprochen hattest, ist es Jonas Lund, den ich sehr empfehlen würde. In Netzkunst Yuri Patterson empfehle ich, ausgesprochen stark. Und dabei lasse ich es. Okay, Susanne. Dann schlage ich jetzt mal Lija Clark vor. Okay, alles Namen, die ich nicht kenne. Aber ich, wie du gesagt, wir hatten gesagt, es ist ein Crashkurs und nicht zuletzt für mich. Ich muss sagen, obwohl ich glaube ich nicht allem jederzeit folgen konnte, war es für mich eine sehr spannende Diskussion. Ich wusste am Anfang nicht, ob das so wird, kann ich sagen. Vielen Dank dafür und vielen Dank für die ganzen Anregungen, ja, und eben auch einfach Namen, bei denen ich jetzt zumindest noch nachsitzen muss und gucken werde. Ich möchte euch noch sagen, wenn ihr das Gefühl habt, oh ja, bei Minute 23, ich glaube, da müsste ich auch noch mal reinhören. Das könnt ihr machen. Am 15. Februar strahlen wir diesen digitalen Salon aus im Hörsaal auf D-Radio Wissen. Sonntagabend ist das dann kurz nach 6. Wir können hier noch weiterreden bei einem Glas Wein, bei einem Glas Wasser. Vielleicht wollen einige von euch ins Haus der Kulturen zur Transmediale. Dann kommt ja auch schon wieder Forum Expanded und die Berlinale. Und wenn das rum ist, dann kümmern wir uns um euren spirituellen und metaphysischen Überbau. Dann freuen wir uns, wenn ihr am 25. Februar wieder herkommt zum nächsten digitalen Salon, der dann da heißt, lasset uns tweeten. Vielen Dank. Bis bald.